Tja, damit begrüße ich euch endlich mal zu einem neuen Sonic Advance Projekt, das ich mir rausgesucht habe. Klar, dieses Spiel ist schon etwas, man könnte sagen, etwas früh jetzt dran. Das liegt einfach daran, dass sowohl GTA 2 als auch Final Fantasy mit Problemen gerechnet wird. Und da ich zurzeit nichts anderes habe, habe ich mir überlegt, ziehe ich das Ganze nochmal wieder vor. Das Ganze war eigentlich geplant erst ab 2016, trotzdem aber, wir stehen ja eh kurz vor dem Jahresbeginn und ich denke mal, für den heutigen Tag gibt es einfach mal dazu ein kleines Anfangsspezial zu dem Let's Play. Besser gesagt, wir starten das Ganze heute mal ausnahmsweise, weil ich zurzeit einfach sonst nichts anderes mehr zu bieten hätte. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und ich würde auch sagen, wir starten das Ganze. Das Ganze hat einmal einen Battle Mode, Attack Mode, Option. Gehe ich mal kurz rein. Genau, um die Sprache mal kurz umzustellen. Das können wir so alles lassen. Und ja, starten wir das Ganze doch mal. Hauptspiel. Schlacht oder Zeitattacke. Wir gehen in ein Hauptspiel rein, das habe ich ja eben vorgehabt. Und gehen dann das Einzelspieler-Mode. Das Ganze ist natürlich so gut und besonders gemacht worden. Man kann nämlich hier zwei Charakter aussuchen, aus denen wir dem zweiten Teiler wählen konnten. Das heißt, wir können jetzt diesmal zwei in der Truppe führen lassen. Ursprünglich hatte ich mir überlegt, dass ich Tails und Cream nehme. Aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht der Fall sein. Ich nehme jetzt einfach Sonic und Tails. Die passen einfach gut zusammen. Schon allein wegen Sonic the Hedgehog 2. So. Das Ganze ist jetzt quasi in so einem kleinen Mode. Und hier sind wir auf einer Art Karte gelandet. Ich glaube, das ist das erste Level. Route 99. Nein, ist es nicht. Das ist, wo wir halt die Level auswählen können. Dann müssten wir eigentlich hier durchlaufen. Bis zur nächsten Route. Ja, uns durchkämpfen. Der Fall geht nach da. Ist hier hinten nichts? Nee. Na gut. Muss mich erstmal hier einfinden, weil das leider nicht so ist, dass man ein Level auswählen kann. Nein, man ist quasi in der Welt selber drinne. Das heißt also in der Richtung und hier, ja, da ist Nummer 1. Dann wollen wir uns doch mal hier umsehen und versuchen, dieses Let's Play so gut wie es geht zu meistern. Hier haben wir einen Schlüssel. Ich weiß zwar nicht, wofür die gut sein können, aber ich denke mal, die sind nicht zu Deko-Zwecken gedacht. Ach komm. So. Das Ganze spielt sich genauso simpel wie die vorigen Teile. Es hat nur halt den Vorteil, dass halt jetzt zwei im Team hier quasi kämpfen. So. Immer schön ein paar... Jetzt habe ich den nicht gekriegt. Was war denn das jetzt hier? Ja, wer soll denn da bitte schön ausweichen? Oder aber muss das hier irgendwie gut getimt sein? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Selber hab's ja schon mal gespielt gehabt, aber... Ganz ehrlich, ist schon eine Weile her. Deswegen, ich hab da auch das Projekt früher machen wollen, beziehungsweise etwas später machen wollen, ab Dezember erst. Ja, jetzt ist alles etwas früher gelaufen. Das macht aber, denke ich mal, nix. Weil ich zurzeit einfach sonst nichts anderes habe. Na komm schon. So, klappt doch. Was zum... Ja, natürlich. Und dann kommt da noch so ein komischer... Ja, Flug. Freak. Ich weiß nicht, was das jetzt gewesen ist. Konnte ich auch nicht so schnell erkennen. Wichtig dabei ist einfach nur, dass wir schön ins Ziel reinkommen. Aber das werden wir, denke ich, schon irgendwie schaffen.
Und wenn wir es nicht schaffen, ihr wisst ungefähr, wie ich meine Sonic-Spiele bis jetzt Let's Plays habe. Ich werde es auch bei diesem Teil so machen. Was zum... Haha, klappt doch. Hoffentlich sind wir hier richtig. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Ja, wir sind sogar richtig gewesen. Yay. Damit ist das erste Level absolviert. Sonic und Tails, Akt 1. Geschafft. So, jetzt müssen wir Akt 2 suchen. Was bist du? Hier ist Akt 2. So, ich bin mal gespannt, wie dieses Let's Play wirklich endet. Oh, da oben hätte ich auch lang gehen können. Na, ist egal. Individualität in Sonic ist ganz normal. Und das ist auch gut so, denn so kann jeder seinen eigenen Weg nehmen. So wie er gerade Bock und Lust hat. Ja komm! Ich wollte ja nicht da drauf hüppeln. Ach komm, Schalter. Ja. Den machen wir erstmal kaputt. Wo muss ich denn hin? So, ja, okay. Wow, wow, wow. Moment. Ja, ich will eigentlich nur... Tails, du sollst dich an mich richten. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder einen Ring verloren? Oh je, na gut. Jetzt aber. So, jetzt hier hoch. Und neue Ringe sammeln. Ja, ist gut. Ah nein! Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Na gut. Ach, wieso? Jetzt warte ich, bis diese komischen Stacheldinger weg sind. So, jetzt aber. So. Jetzt müssen wir nur noch diese komische Kugel dazu bringen, uns auch schleudern zu lassen. So, klappt doch. Der Weg zeigt quasi nach hier. Ich hoffe, dass es richtig ist. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Haben wir jetzt den Checkpoint erreicht? Keine Ahnung. Ich hoffe es mal. Und warum? Ja, ich weiß. Irgendwie... ist hier alles kreuz und quer. Was haben wir jetzt aktiviert? Keine Ahnung. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und ich verstehe auch gar nicht, warum mit der schönen Tails so komisch durch die Weltgeschichte läuft, während ich mich hier schon durchkämpfe. Ich meine, das muss doch irgendwo einen Sinn und Zweck geben, wenn man noch einen Partner dabei hat. Kann ja nicht einschließlich nur dafür da sein, damit er mitläuft. Ach, komm. So, Checkpoint. Und weiter. Bis jetzt läuft ja alles schon mal ganz gut. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich denke mal, das wird sich noch ergeben in den nächsten Leveln. Und, mal schauen, wie lange ich dieses Projekt so durchsetzen kann. Auf jeden Fall länger als wie die anderen beiden. Bei Final Fantasy ist es einfach so, das wird wahrscheinlich erstmal heute ausfallen, einfach aus dem Grund, weil ich irgendwie eine rote Karte kassiert habe und es war kein Speicher verfügbar. Was mich eigentlich sehr wundert, da ich eigentlich gesaved habe. Und wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Ach, da oben irgendwo. Ja, und warum... Das ist ja wirklich blöde. Wie mache ich das? Der schleudert mich immer in der falschen Richtung. Wenn das genauso wäre wie in Sonic Adventures, ach, was heißt Adventures? Sonic the Hedgehog 2, dann könnte ich Tails dafür nutzen, dass ich da hochkomme.
Oder aber ich hätte Tails nehmen sollen, um den zu spielen. Aber, ach komm. Vielleicht mache ich das nächste Mal das. Ich komme da nämlich nicht hoch, Mann! Wieso? Ich gehe immer in die falsche Richtung. Das ist... Das kann doch gar nicht sein. Jetzt mal ernsthaft. Ich will da hochgehen, jetzt. So, jetzt aufpassen. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich es fast geschafft. So. Am besten, sobald der unten ist. Ja! Klappt doch! Endlich! Ja, ich glaube, ich nehme das nächste Mal zu nur Tails. Denn, ich hatte gar keine Ahnung, wie ich das... Nein, 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 nein! Jetzt bin ich den ganzen Weg runtergefallen. Ich glaube es nicht. Jetzt muss ich da wieder hochkommen. Dafür war der Schalter also okay. Dann ist das gar nicht so verkehrt gewesen. Also müsste dafür gewesen sein, oder... Laufe ich jetzt wieder zurück? Hä? Oder war ich hier noch? Nee, hier war ich noch nicht, oder? Nee. Hier noch nicht. Definitiv nicht. Und was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Okay, ja. Unerwartet, aber okay. Diesen Weg bin ich nicht mal im Offscreen gegangen. Und ich hätte auch nicht so einen Fehler gemacht. Mindestens nicht jetzt so. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt wirklich lang muss. Der Fall geht hier entlang. Okay, damit hätten wir das doch irgendwie geschafft. Okay. Ja, lässt sich sehen, würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal zum letzten. Müsste eigentlich das letzte sein. Und wo geht's lang? Hier lang? Okay. Man sieht ja auch gar nichts. Ja. Aber es scheint immer noch weiter zu gehen nach dem dritten, oder? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach nur der Endspurt? Ich weiß es nicht, wie lang dieses Spiel generell ist. Es hat mehrere Level, das weiß ich. Und ich habe mich jetzt gerade echt doof angestellt. Darf ich mich nur nicht treffen lassen. Ja. Mit Ansage. Perfekt. Na schön. Das macht aber ganz und gar nichts. Wie gesagt, ich spiele das jetzt so, wie ich die letzten Teile durchgespielt habe. Ja, aber nicht so. So meine ich das nicht. Ich chill jetzt einfach mal ganz hier durch. Jetzt hat's geklappt. Schön hier hoch. Dann packen wir das Ganze schon. Ne, das ist schon ganz okay. Hier haben wir das gleiche Spielchen wieder mal. Wow. Unerwartet so, aber... Hier passiert wohl einiges. So, weg mit dir. Gut, dann bleib halt da. Ist mir auch egal. Hauptsache, er stirbt mich hier nicht. Wow, das war jetzt verdammt knapp. Ich dachte, jetzt würde er mich treffen, aber nee, 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 hat er doch nicht. Hä, war ich hier nicht schon? Ach komm! Wo muss ich denn hin? Ja, ach komm, ich hasse diese Wippen. Soll ich denn das machen? Hallo? Ich check das nicht. Ich komme da gar nicht hoch. Na gut. Ja, und sobald ich diese komische Kugel berühre... Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, wie soll ich das denn machen, Junge? Das geht doch gar nicht. Aha. Mal funktioniert's, mal nicht. Okay. Sehe ich mit ein. Jetzt habe ich wenigstens... Ich wollte sagen, Ringe kassiert. Und verliere sie gleich wieder. Das wird schon klappen. Checkpoint. So, jetzt aber. 5 Ringe. Immer wenn ich was habe und denke, es klappt. Ja. So einfach geht's.
Was zum... Wo muss ich denn jetzt lang? Bin ich hier richtig? Ja, so gerade eben noch geblickt. Wenigstens gehen einige Gegner schön aus dem Weg. Die wollen halt nicht einen auf die Mütze bekommen. Ich hätte jetzt nichts gegen Ringe. Mann, immer mit Ansage. So, jetzt geh kaputt. Wo ist Tails? Tails, wo bist du? Oder nicht? Wie in den vorigen Teil werde ich auch alle Figuren mal austesten irgendwie. Ach, da ist er ja. Ist er wohl kaputt gegangen. Aber wenn er kaputt geht, dann kann er sich wiederbeleben. Das ist total sinnvoll, ne? Das ist halt der Pluspunkt von NPCs. Sie haben die Chance, die sonst kein Player hat. Wow. Oh, kein Endbosskampf? Kommt der noch? Hä? Schräg, aber okay. Gibt's hier wohl drei Akte ohne Bosskampf. Oder aber er kommt noch. Mal sehen. Ah, der wird wahrscheinlich, denke ich, doch kommen. Denn wir haben nicht diesen Weg umsonst gemacht. Ja, hier ist Bossfight. Cool. Bin mal gespannt. Und der Bossfight beginnt mit... Hä? Den kenne ich doch aus. Jetzt habe ich keine Ringe mehr, Junge. Dich kenne ich doch aus Sonic Battle, Junge. Naja, zumindest nicht hundertprozentig aus Sonic Battle. Aber der scheint jetzt nicht so der große Schwierigkeit zu sein. Oder? Was zum... Hä? Das war nur ein Vorkampf? Wieso? Ja gut. Ich bin jetzt zwar jetzt total verpeilt. Und verliere schon wieder Ringe und ich habe keine Ahnung, was soll ich denn machen? Ich komme ja auch nicht nach oben dran. Ich verstehe das hier, den Kampf hier nicht. Der ist unerklärlich eigenartig. Hä? Also wir sollen jetzt erstmal diesen komischen Roboter besiegen. Es ist egal, ob wir dabei Ringe verlieren sollten. Ja, das ist... Und ich kann mir keine Ringe mehr holen. Junge, ich mach dich kalt. Ja, natürlich, und das hat jetzt nicht gezählt, oder wie? Jetzt habe ich wieder keine Ringe mehr. Wow, Junge. So nicht. Ich verstehe den Kampf nicht. Irgendwie unerklärlich, muss ich schon zugeben. Ich verstehe den nicht. Oder muss ich den Roboter killen? Nein, ich muss tatsächlich ihn irgendwie erwischen. Ja gut. Ich warte einfach ab, bis er wieder hier ist. Dann muss er ja so oder so. Was zum... Nein! Ich habe echt das dumpfe Gefühl, wir müssen den Kampf entweder auf den nächsten Folge setzen. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeitlich schaffe. Ungern abbrechen würde ich das hier. Ich versuch's jetzt noch einmal. So
zu viel von diesem Spiel will ich ja auch noch nicht zeigen. Vielleicht muss ich ihn dazu bringen, dass er immer nur dann schlägt. Ja, komm! Jetzt konnte ich mich nicht wegbewegen. Das war jetzt mehr als unfair. Das war jetzt richtig unfair. Hau ja ab, Junge. Warum? Jetzt habe ich keine... Nee, wir müssen den Kampf auf die nächste Folge übersetzen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit den Daumen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann anschließend in der nächsten Folge. Wann sie sein wird, das werde ich euch noch sagen. Bis dahin erstmal, ciao, Leute.